Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge 56. Die 56 kommt nach der 55. Ich wollte nur von der letzten Sache deine Sache aufgreifen und würde dich bitten, nachdem ich jetzt begrüßt habe. Zwei im Angebot gehabt, 200. Es gibt keine kurzen Zweien. Ja. Also, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Hause, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, und würde jetzt den Kollegen Back bitten, das ebenfalls zu tun, falls er das Also das, was wir immer so am Anfang von den Sendungen machen, uns so ein bisschen kappeln. Da kam also ein Zuschauer und sagte, das wäre gigantisch. Das wäre gigantisch, was wir da so, wie wir uns gegenseitig da so veräppeln. Echt? Ja, gigantisch. Ohne Apple veräppeln. So, ich begrüße auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Und wir hoffen auch diesmal, dass wir was Interessantes mitgebracht haben. Einiges ist noch von der CeBIT. Da waren wir ja eine ganze Woche gewesen. Und ich fand es eigentlich aushaltbar in diesem Jahr. Aber die ist ja nun schon lange hinter uns. Ja. Weg. Nicht mehr da. Naja, das, was wir mitgebracht haben, ist ein aktuelles CeBIT-Thema. Wir haben einen Beitrag vom DFKI in Saarbrücken, von dem deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Also, was für mich? Hast du das nötig? Ja, was für mich? War meine Frage. Naja, also grundsätzlich geht es ja darum, dass diese 3D-Welle nun über Deutschland, nicht nur über Deutschland, über die ganze Welt schwappt. Alles wird 3D. Mhm. In bestimmten Bereichen ist 3D sinnvoll. Teilweise sind die Lösungen, wie man 3D überhaupt empfinden kann, noch nicht so sinnvoll. Aber auch unsere Browser müssen natürlich irgendwann 3D können. Und da hat man sich jetzt auf HTML5 gestürzt und hat das insoweit erweitert, dass HTML5 in der Lage ist, 3D-Befehle, die es bis dato nicht gab, zu interpretieren und aufzulösen und uns dann zu Hause auch ein solches 3D-Bild darzustellen. Und dieses HTML5, da haben einige auch schon wieder Angst davor. Alle, die sich um Viren kümmern müssen und so weiter, die sagen, da wird wieder ein Tor geöffnet und da kommt wieder Neues auf uns zu. Aber wir warten einfach mal ab, was da passiert. Wir sollten aber jetzt mal Professor Slusalek zuhören, der ja auch in dem Audiocast bei uns schon vorgekommen ist, denn er leitet diese Entwicklung. Wir sind hier am Stand von dem DFKI und ein Geschäftsführer von diesem DFKI ist Professor Slusalek. Und wir hatten Sie ja schon öfter bei uns in unserem Audiocast. Wir haben versprochen, auch mal Bilder zu zeigen. Denn Sie sind ja so ein Render-Spezialist, ein 3D-Spezialist. Sie haben 3D geholfen, schneller im Computer vorwärts zu kommen. Was können Sie uns denn dazu sagen? Was ist eigentlich 3D im Computer? Nee, wir haben uns im Wesentlichen damit beschäftigt, dass man 3D-Szenen, die Geometrie, Formen, ein Sofa, Tische, Stühle, was auch immer, im Rechner beschreiben kann und dass man sie möglichst realistisch darstellen kann und möglichst schnell realistisch darstellen kann. Eine der wesentlichen Arbeiten, die wir die letzten 10 Jahre gemacht haben, war das Realtime Raytracing, was wir entwickelt haben, was eben in der Lage ist, sehr schnell fotorealistische Bilder von 3D-Szenen zu erzeugen. Ich weiß noch, was das für eine tolle Sache war damals, so, ich schätze, das war so 98, da konnte man seinen Namen rendern lassen und zwar bei Intel. Man musste seinen Namen, also Wolfgang Back in dem Fall, einfach niederschreiben als normale Buchstaben und das abschicken und konnte dann einen Tag später nachgucken, ob es schon da war. Die haben dann bei Intel da, was weiß ich, wie lange da dran herumgerendert und dann kam der in 3D und hat sich auch noch gedreht auf dem Bildschirm. War ein tolles Gefühl. Und das machen Sie jetzt mit Ihren Maschinen natürlich nicht am nächsten Tag, sondern direkt. Nee, deswegen nennen wir es auch Realtime Raytracing, weil das einfach eine Sache ist, die läuft einfach mit. Die ist nicht ganz so schnell wie das hardwarebeschleunigte Rasterisierungsverfahren, was in jeder Nvidia ATI Grafikkarte drinsteckt. Wir können aber auch diese Hardware zum Teil ausnutzen, um das Realtime Raytracing zu beschleunigen. Aber das Schöne ist, man kriegt halt alle Effekte, Spiegelung, Brechung in Glas und alles weiter automatisch mitgeliefert. Man muss sich um nichts mehr kümmern. Man definiert einfach die 3D-Szene und das Bild, was rauskommt, sieht genauso aus, wie es realistisch aussehen soll. Wir hatten damals so als Anwendung hatten wir natürlich das virtuelle Studio. Wir haben da die erste Live-Übertragung gemacht aus dem virtuellen Studio und sagten den Leuten auch, sie sollten uns E-Mails schreiben, hatten aber vergessen, die E-Mail-Adresse anzugeben. Also das war alles noch wirklich im Gange. Und da konnte man auch nicht so richtig, man brauchte unglaublich dicke Maschinen, damit das Ganze lief. Es war unglaublich teuer und das wird jetzt immer billiger und wenn Sie da so, ich glaube, da haben Sie in Ihrem Server eine 6-Core drin. Ja, das ist jetzt einfach eine Standard
PC, ein bisschen besserer PC. Ja, geht es dann auch bei den Leuten nachher zu Hause richtig, dass die auch? Genau, ja, ja. Also das ist ja genau das Ziel, was wir jetzt mit dem 3D-Internet verfolgen. Bisher war 3D immer Spezialanwendung, Spezialrenderer, CAD-Programm, Spieleprogramm. Um die GPU, die in jedem PC drinsteht, nutzen zu können, brauchte man Spezialprogramme, man brauchte Spezialisten, die programmieren. Und unser Ziel mit dem 3D-Internet ist das einfach, zu dem Punkt zu bringen, wo wir jetzt heute mit dem Web sind. Wir können heute jeder beliebig Texte, Bilder, aber eben seit YouTube auch Videos produzieren, publizieren und jeder kann sie sich angucken. Bei 3D geht das noch nicht. Und das Ziel von unserer 3D-Internet-Initiative, dem XML-3D-Format, ist eben genau das genauso in den Browser zu bringen, interaktive 3D-Grafik genauso im Browser zu bringen, wie das eben mit Video und Text und Bildern heute schon möglich ist. Es wird dann sicherlich eine Firefox-Version, jetzt sind wir bei 4 in der Beta, eine Firefox-Version 5 geben, die dann dieses HTML5 drin hat? Das ist das Ziel. Also wir haben dieses Format jetzt entwickelt. Wir reichen das zurzeit gerade ein beim W3C, dem Gremium, das die ganzen Webstandards oder die Webformate standardisiert. Wir haben das vor kurzem vorgestellt. Das kam sehr, sehr gut an und wir sind letztendlich aufgefordert worden, das jetzt zur Standardisierung einzureichen. Das machen wir zusammen mit dem Fraunhofer-Institut in Darmstadt. Bringen wir das jetzt voran. Ich habe schon ein bisschen Lust gekriegt mit zum Beispiel mit Wikipedia. Wenn da plötzlich diese Grafiken, die ja viel aussagen, wenn die plötzlich erlebbar sind, 3D erlebbar sind, und wenn wir Glück haben, werden wir auch ein bisschen was schon sehen können. Und deshalb gehe ich mal richtig Professor und Doktorand zu dem Mann, der in der Praxis das Ganze zeigen kann. Das ist Christian Sohns. Y hinten dran wäre wahrscheinlich besser noch. Sie machen Ihre Doktorarbeit darüber, über diese 3D-Sachen. Und zeigen Sie uns doch einfach mal, wie weit Sie jetzt sind. Genau, was man hier sieht, ist ein Firefox, ein modifizierter Firefox, der neben den HTML5-Elementen kann der zusätzlich noch unsere Extensions, unsere Erweiterungen, um 3D-Objekte auch in die Webseite zu bringen. Man sieht eine Wikipedia-Seite über Venedig. Was man hier zum Beispiel dann sieht, geht es auf der Seite irgendwann über die Paläste in Venedig. Und bisher auf der Standardseite gibt es ein Foto dazu. Das heißt, diesen Palast kann man aus einer Sicht genau sehen. Und wir haben ja zusätzlich von diesem Palast noch ein 3D-Modell in die Seite gebracht. Das geht mit unserer neuen Erweiterung zu HTML. Und jetzt können wir tatsächlich diesen Palast, können wir jetzt interaktiv begehen und können uns tatsächlich den Palast auch mal von der anderen Seite anschauen. All das ist jetzt mit der Technik, die Herr Slüzalek gerade vorgestellt hat, berechnet. Das heißt, hier werden alle wirklich eine physikalische Simulation der Lichtverhältnisse berechnet und wir können uns hier durchbewegen. Ich muss jetzt sagen, wir müssen uns erklären, was ist jetzt neu daran? Denn es gab ja schon CDs und DVDs, wo ich da den Papstpalast mir anschauen konnte und konnte da durchgehen, 180 Grad drehen und so weiter. Was ist jetzt hierbei anders? Der wesentliche Punkt, die Idee ist alt. Die Idee, 3D ins Web zu bringen, ist relativ alt. WRML, VRML, die Virtual Reality Modeling Language ist, glaube ich, um die 15 Jahre jetzt alt. Die Idee gibt es länger. WRML ist halt historisch entstanden, es ist ein separates Dateiformat, es hat mit dem Web letztendlich nicht sehr viel zu tun. Es läuft in einem Plugin, es hat sein eigenes Beschreibungsformat für Events, für Interaktionen. Unser Ziel hier ist es, die 3D-Grafik den Millionen an Webentwicklern, jeder kann heute eine Webseite bauen, jeder kann eben auch Video in seine Webseite einbinden und die Idee ist genau das, ganz einfach möglich zu machen für 3D-Grafik auch. Ich erinnere mich zum Beispiel an das alte Rom, das gab es mal in 3D, genau. Nur da brauchte man den eigenen Player dazu, damit auch alle Punkte auch richtig angesprochen werden konnten. Das ging nicht einfach mit so einem Browser, der sich Firefox nennt. Genau. Es gibt eine ganze Richtung, in die sich das jetzt bewegt. Es gibt zum Beispiel WebGL, das jetzt auch in die Browser integriert wird. Das ist allerdings eine ganz Low-Level-Interface, um letztendlich Daten an die Grafikkarte zu schicken. Das ist nicht das richtige Level, um 3D-Grafik zu beschreiben für Webentwickler. Was wir hier mit XML 3D gemacht haben, ist, das eine Abstraktion auf Objektbasis hochzuziehen. Das heißt, es sind Objekte, die kann man direkt mit JavaScript über das Document Object Model in der Webseite animieren. Man kann über Ajax Daten nachladen, in die Webseite reinpacken. Und so, dass man selbst ganz schnell relativ schöne kleine Spiele zum Beispiel programmieren kann.
Ja, wir schauen uns mal wieder was auf dem Bildschirm an. Genau, ich zeige einfach mal solch ein Spiel. Das hat ein Student von uns innerhalb von 3 Tagen wirklich komplett entwickelt. Hier sieht man Mars City, ein typisches Building Game, sagt man. Normalerweise läuft das in einer speziellen Applikation, man kauft sich ein Spiel. Und hier könnte man das genauso gut aber auch im Browser machen. Also ich kann hier Städte aufbauen, ich kann hier so kleine Building Games machen, Simulationen. Das könnte man sich genauso gut vorstellen, dass man sich hier eine Küche zum Beispiel von seinem Küchenhändler zusammenstellt. Es gibt da also jede Menge Anwendung. Und das Schöne ist, dass man sich nicht mehr um die 3D-Grafik, die einmal erstellt, die erstellt man einmal und die kann man immer wieder verwenden im Browser und lädt die aus irgendeiner Datenbank und platziert sie praktisch in der 3D-Szene. Die ganze Interaktion dazu kann jeder Webprogrammierer im Endeffekt dazu programmieren, weil sie genauso funktioniert wie für den Rest. Also der Rest hier drumherum ist Standard HTML. Gibt es noch was Schönes? Ja, wir haben zum Beispiel Physik auch integriert in den Browser. Das heißt, wir können diese 3D-Objekte zusätzlich physikalische Eigenschaften geben. Und dann können wir hier eine Physik-Simulation laufen lassen, die selbst bei Hunderten von Boxen einfach eine Simulation laufen lässt, wie dieser Stapel zusammenfallen würde. Und auch hier wieder haben ein paar Studenten, die sind natürlich immer sehr spieleaffin, ein kleines Spielchen für uns entwickelt, bei dem man hier tatsächlich bowlen kann. Ich versuche es jetzt mal hier, ein paar von den Kegeln tatsächlich zu treffen. Und dann wird hier tatsächlich eine physikalische Simulation. Ich habe sogar alle 10 getroffen. Ja. Das war nicht getürkt. War das jetzt Kegeln oder war das die andere Form von Bowling? Ja, ja. Alle Zähne, ja. Ja, ja. Andere Ideen, ich meine, die Ideen brauchen einem nicht auszugehen. Das ist jetzt ja auch wieder eine Anwendung. Genau, hier verbinden wir praktisch Web-Services, wie wir sie kennen, OpenStreetMap, das ist eine öffentliche Datenbank, die geografische Informationen enthält, bisher nur 2D-Informationen. Wir benutzen diese 2D-Informationen direkt von OpenStreetMap und extrudieren das in die dritte Dimension. Das heißt, wir haben hier eine Abbildung von Saarbrücken, aus OpenStreetMap heraus und alle Gebäude sind, da haben wir leider nicht die Höheninformationen, aber wir können die Gebäudeumrisse hier auch in 3D darstellen. Zusätzlich haben wir hier aus der Flickr auch einen Webservice, um Bilder zu bekommen, können wir uns hier einzelne Bilder aus der Szene können wir uns raussuchen. Das heißt, wir können uns hier wirklich durch ganz Saarbrücken bewegen, können hier sämtliche Gebäude, Zusatzinformationen zu den Gebäuden, das ist hier das Saarlandmuseum. Und hier ist das Tolle, dass die Universität nicht nur für sich das Ganze macht, um es anzugucken, denn man kann sich diesen Browser so als Demo-Browser schon runterladen. Da werden sich einige von uns dafür interessieren. Und es gibt auch ein paar Applikationen schon dazu, wo man gucken kann, was kann man damit machen und wie kann ich vielleicht selbst da kreativ werden, um möglichst frühzeitig meine Animationen da in 3D einzubringen. Genau, also diese Anwendung, die wir jetzt gerade eben gesehen haben, ist entstanden in den letzten 2 Wochen und da haben wir tatsächlich hier während der CeBIT auch noch immer verbessert. Das heißt, jedes Mal, wenn wir hier einen Reload gedrückt haben, ist eine kleine Anwendung, die in Saarbrücken auf dem Server läuft, die OpenStreetMap-Daten eben in 3D umwandelt und ein Mitarbeiter hat in Saarbrücken das immer noch verbessert. So genau wie das mit Google auch im Web läuft. Die Adresse, wo Sie das laden können, gibt es bei uns auf der Webseite. Oder eben 3D.org oder eben DFKI und so weiter. Jetzt die letzte Frage, eine Zukunftsfrage. Wird es so sein, dass unsere Computer irgendwann als Software nur noch einen Browser haben? Es bewegt sich viel in diese Richtung. Natürlich ist jetzt mit Apps, gab es so eine Seitwärtsbewegung, sag ich mal. Die haben natürlich einen riesen Markt gefunden. Aber es gibt jetzt eine Entwicklung vom W3C, die eben im Web entsprechende Möglichkeiten, technische Möglichkeiten, um dort auch Apps definieren zu können. Das muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Was ich sehr spannend finde, zum Beispiel die ganze Videotechnologie war ja nur über Flash, über ein Plugin machbar. Das neue HTML5 Videotag ist extrem schnell angenommen worden ins Web rein, sodass man jetzt weitestgehend ohne Flash auskommt. Das ist für mich schon ein Zeichen, dass Anwendungen im Web eine hohe Akzeptanz jetzt haben. Für mich wäre es vielleicht so ein Hype, um zurückzukommen zu der Intel-Sache, jetzt in einem Browser, in der Textverarbeitung einen schönen Brief an eine Freundin zu schicken in 3D. Die Buchstaben wunderschön gerendert. Im Prinzip kein großes Problem mehr. Ja. Danke für das Gespräch.
Das ist ein Schließzylinder, den kennen Sie wahrscheinlich alle. So sieht der aus. Vielleicht haben Sie nicht so alte bei sich zu Hause. So, und hier wurde jetzt ein Aufsatz drauf gemacht. Der wurde da drauf gesetzt, festgeschraubt, da steckt der Schlüssel. Und jetzt kann ich zum Beispiel von innen dieses Teil auf meinen Schließzylinder draufsetzen. So, und draußen sieht er ganz normal aus, von innen so. Und wenn ich jetzt hier auf ein Knöpfchen drücke, dann sehen Sie, was passiert. Er schließt zu oder auf. Hier vorne diese Scheibe hat sich gedreht. So, das geht also dann irgendwie automatisch. Aber es ist ja nicht nur dafür da, dass man nicht mehr von Hand den Schlüssel drehen muss, sondern du hast ja noch was anderes mitgebracht, Hans. Ja, das Ganze ist an sich entstanden über eine Idee eines Arbeitskollegen, der sowas mal zu Hause haben wollte. Haben wir uns mal umgesehen und haben dann mal recherchiert und haben dann bei ELV dieses Homematic-System entdeckt. Das ist eine komplette Hausautomatisierung. Wir haben ja hier mehr als diesen einfachen elektrischen Schließzylinder. Den gibt es auch in einfacher Form. Aber im Prinzip ist das ja nichts anderes als ein Elektromotor, der hier über Knöpfe gesteuert wird. So rum. Von innen das kann man dann, ja. Von innen kann man auch von Hand zu machen. Oder? Man kann im Notfalle, wenn die Batterien, Strom, wenn Batterien leer sind, kann man natürlich im Notfall aufdrehen, oder wenn Paniksituationen ist. Mhm. Dann muss man das eventuell von Hand machen. Gut. Das wird also auf der Türe innen befestigt und kann dann natürlich fernbedient werden. Ah, darum geht es also. Wenn ich also jetzt keinen Schlüssel mitnehme, dann habe ich zum Beispiel so eine Fernbedienung. Die zeigen wir gleich nochmal. Ja, aber damit könnte ich theoretisch. Damit kann man den. Wir haben mit der Fernbedienung ein ganz kleines Problem. Die Batterien sind leer. Die Batterien sind leer, so wie sich das gehört, wenn man viel zu viel spielt. Ich kann mal probieren. Ja, geht noch. Funktioniert. Ich habe also hier. Wenn man mal auf die Fernbedienung guckt, im Moment dreht er sich noch. Mhm. Da sind im Prinzip drei Knöpfe. Da sind Tür, also geschlossene, ein Schloss zu, Schloss auf und hier unten Tür auf. Denn das ist noch eine andere Funktion. Man kann den so lange drehen lassen, bis er auch den Hebel aufmacht, dass die Tür auch aufgeht. Ah ja. Mhm. Die Idee ist einfach, dass man keinen Schlüssel mitnehmen muss, dass man andere Sachen machen kann. Wir haben hier auf dem Tisch aber noch mehr Sachen stehen. Erstmal hier vorne, das ist die Zentrale hier. Hier geht alles drüber. Ja. Die hat hier oben eine Funkantenne. Die Sendeleistung ist so stark, dass die uns hier sogar Ärger macht, weil die Empfänger zu nah dran sind und dann übersteuern die schon mal. Dann kriegen wir Servicemeldungen, zeigen wir gleich noch. Dann haben wir hier in der Stromleiste, die haben wir nicht hingelegt, weil unsere anderen Kabel so kurz sind, sondern wir haben hier, kann man das sehen, zwei Module. Das einmal hier, das ist ein Gong und ein Licht, also ein Türgong im Prinzip. Und daneben ist eine Steckdose. Dann habe ich hier mein kleines Netbook, das kann man vor lauter Gerümpel fast nicht sehen. Da, wenn man mal da drauf schaltet, sieht man zum Beispiel auf der linken Seite Bilder der Geräte, die angeschlossen sind jetzt. An die das System jetzt erkannt hat. Ja, das geht anders. Wenn man ein neues Gerät kriegt, das System nicht kennt, das wird angelernt. Es hat im Prinzip eine eigene Seenummer. Das sind bidirektionale Funkstrecken. Mhm. Die reden also miteinander. Dann sagt man beiden, du bitte melde dich an der Zentrale an. Der Zentrale sagt man, hier, jetzt kommt ein neues Gerät. Und dann reden die eine Zeit lang miteinander. Dann weiß auch das Gerät anhand der Seriennummer, was das für ein Typ ist. Und diese Browser-Software hier, also hier ist ein kleiner Webbrowser drin in der Zentrale. Das ist ein Linux drin, so ein kleines Linux drin, der hat einen Webbrowser drin, einen Webserver drin. Und über einen ganz normalen Server, über Wireless LAN hier in dem Falle, kann ich dann die Statusmeldungen sehen. Beziehungsweise, ich kann auch arbeiten damit. Hier, wir haben ja hier diese Designer-Lampe, die ja, sehr schön, ja vor 30 Jahren mal modern war. Und die kann ich jetzt hier durch einen Mausklick ein- und ausschalten. Oder wenn ich den Türgong hier nehme, sind wir wieder da. Da kann man denn, wenn ich da drauf drücke, wimmelt der. Oder dieses Warnlicht müsste jetzt auch angehen. Der ist an, ja. Oder beides eben. Jetzt machen wir den mal wieder aus. So schön ist das auch nicht. Und ich kann natürlich auch unser Schloss damit bedienen. Mhm. Wenn wir da mal auf den Bildschirm gucken, habe ich auch die gleichen Knöpfe wie auf der Fernbedienung. Ich habe also hier zu. Im Moment ist er zu, man sieht es. Ich kann das also aufschließen lassen. Fertig. Fertig. Ist auf. Oh, und wenn man jetzt sieht, ist noch mehr passiert.
Ja, die Lampe hat sich eingeschaltet. Die Lampe ist ein und diese Warnlampe müsste ja auch ein sein, wenn alles gut gegangen ist. Wahrscheinlich nicht. Doch, ist angegangen. Ist an. Ach so, ja. Gut. Das liegt daran, dass man ganze Abläufe programmieren kann. Mhm. Es ist ja eine Programmierlogik drin. Wir können jetzt zum Beispiel mal was versuchen. Wir machen einfach mal ein kleines Programm. Ein neues Programm. Das soll wegen heißen. Und zwar sagen wir mal, wenn ich wähle jetzt ein Gerät aus. Und zwar nehmen wir mal die. Hier sehe ich alle Geräte, die ich zur Verfügung habe. Also wenn wir hier den Schalter betätigen, wenn wir den einschalten, also wenn die Lampe eingeschaltet wird, dann soll Aktivitäten, dann soll was passieren? Wenn die Lampe eingeschaltet wird. Sagen wir mal, der Gong erklingen, ja. Damit ich weiß, dass hell wird, ja. So, Gong mit Signalleuchte, da ist der Gong und der soll dann ein sein. So, dann sage ich Einstellung als neues Programm speichern. Und jetzt ist die Lampe ein, deswegen geht der Gong. Mhm. Jetzt machen wir die mal aus. Und wenn ich jetzt hier dran bediene und ich alles richtig gemacht habe, wie man sieht, sieht man nichts, geht der Gong. Gut, also der Gong ertönt beim Einschalten. Also nicht nur, wenn ich es vom Computer aus steuere, sondern diese Programmierung, die lässt sich dann auch manuell an diesen zum Beispiel Steckdosen. Das ist ja bidirektional. Aha, und auch mit der Fernbedienung. Das könnte ich auch mit der Fernbedienung machen. Ich habe hier irgendwo was draufgelegt. Ich hoffe, dass das jetzt noch geht. Es piept zumindest etwas. Das ist gut. Ja gut, wir haben es ja eben gesehen, dass es hier manuell funktioniert hat. Dass, ich hätte mir so eine Mühe gegeben. Da sollte normal, wenn man die Tür aufmacht, geht die Lampe geht an, es klingelt und alles. Am Anfang hat es ja auch geklappt, aber ja. Jetzt sind wir heiß und da geht es eben nicht mehr. Das ist technisch, halt so. Das ist normal. Au! Okay. Gut, also wir haben hier mit Funk zu tun. Funk im Studio ist immer eine Katastrophe, das kenne ich seit 30 Jahren. Das ganze System arbeitet auf 868,3 MHz. Und ja, da gibt es natürlich ab und zu mal Störungen, dass etwas nicht funktioniert. Außerdem scheint es so zu sein, dass die Entfernung von der Zentrale zu den Empfängern hier zu kurz ist, dass da wahrscheinlich der Empfänger zugestopft wird. Es funktioniert, aber wir haben es vorhin gesehen, als wir noch nicht dabei waren. Und wenn wir jetzt noch mal auf den Bildschirm schalten, dann sehen wir hier zum Beispiel Servicemeldungen. Hier sind also Fehlermeldungen aufgetippt. Hier sagte zum Beispiel, der Batteriezustand der Fernbedienung ist zu gering. Mhm. Dann gab es zwischendurch mal Probleme mit dem Gong. Es gab mal Probleme mit der Kimatik. Mit dem Türöffner. Mit dem Schloss, ja. Mhm. Und das protokolliert ja alles mit. Man kann das alles sehen. Und an der Zentrale sieht man ein gelbes Blinklicht, das es ist. Man kann es also auch über den Rechner programmieren. Man kann sein ganzes Haus, da gibt es also mehr, da gibt es Wetterstationen zu, alles Mögliche. Und kann man denn dann auch irgendwelche Abhängigkeiten, ja, zum Beispiel man kann sagen, wenn regnen, Wind dann soll es klingeln. Dann Tür, Fenster ja, zu, oder? Die Sachen gibt es alle. Wenn regnen, soll es klingeln, ist auch nett, ja. Ja, dass man die Fenster zumacht. Und die Fenster zumachen, das geht natürlich dann auch. Mhm. Dann kann man das Ganze nicht nur über einen Rechner bedienen. Also man kann so ganze Automatisierungsketten sich selber programmieren, hier einfach zusammenklicken. Theoretisch kann man das Ganze auch über hier so ein Apple iPhone. Ein Buggerät. Ja, der ist also Herr Schmitz. Ja, da haben wir uns ja so eben noch hat man lauthafte Diskussion. Man kann es theoretisch über eine App programmieren. Da gibt es eine sehr schöne App, die Herr Penzler geschrieben hat, die auch, wie er mir bestätigte, sehr gut ist. Leider können wir sie nicht zeigen, weil iTunes uns da einen Streich gespielt hat. Es war uns also nicht möglich, oder mir war es nicht möglich, war anscheinend zu dumm oder sowas, die App auf dieses iPhone 4, das ist uns Apple, die waren sehr nett, die haben uns das zur Verfügung gestellt, angerufen, ging alles wunderbar. Jedenfalls war ich zu blöd, die App darauf zu installieren. Es gab immer nur Fehlermeldungen. Und irgendwann war ich dann nach einem ganzen Tag rumprobieren, so wutentbrannt, habe dann die SIM-Karte, die uns geliehen haben, zurückgeschickt. Und das Ding geht gleich auch zurück. Das können wir leider nicht zeigen, aber sonst kann man alle Sachen. Es lag wohl daran, dass du ein Konto eröffnen musstest. Ja, und dazu hättest du iTunes, Kreditkarte-Daten abgeben müssen. Und da hast du gesagt, nee, will ich nicht. Will ich nicht. Ich lebe sonst nicht in der Apple-Welt. Da gibt es einen anderen Weg, dass man erstmal für kostenlose Sachen sich anmeldet. Und dann kann man sich darüber dann auch da rein. Aber das hat eben nicht funktioniert. Irgendwie hat es nicht geklappt. Ich weiß nicht, warum.
war ärgerlich, wir hätten es gerne hier gezeigt. Denn das ist auch wunderschön, dass man denn von zu Hause mit seinem iPhone zum Beispiel die Türe aufmachen kann oder Garage aufmachen kann. Lass uns über Preise sprechen. Was kostet die Zentrale? Oh, jetzt kommt die schlechte Nachricht. Die CPU kostet fast 200 Euro. Mhm. Ist ein stolzer Preis dafür, allerdings sind sie sehr leistungsfähig. Mhm. Wird angesteuert über Web oder über USB. Ja. So ein Schalter kostet fast 40 Euro. Hier der, mit dem ich Geräte schalten kann. Ja. Gut, man muss aber dazu sagen, ich habe mir das Ding mal angesehen, der kann 16 Ampere schalten, ja. Ist dafür vorgesehen. Die meisten, die man so billig in irgendwelchen Läden bekommt, die können nur 1000 Watt. Hier bei dem können sie also fast 3700 Watt schalten. Was kostet dieser? Türraum kostet 59,95, also 60 Euro ungefähr. Da muss ich auch schlucken, ja. Ja, diese kleine Fernbedienung kostet 30 Euro. Mhm. Und der Schließzylinder, da, nicht der Schließzylinder, das heißt, Entschuldigung, also hier die Schematik, ja. Das kostet 139 Euro. Die App würde 25 Euro kosten, um alles zu testen. Diese Software zum Bedienen ist drin. Es gibt auch eine Zusatzsoftware, mit der man einen richtigen Grundriss malen und kann das dann seine ganze Haussteuerung auch visualisieren. Mhm. Wenn man damit nicht klarkommt, gibt es noch ein Buch aus dem Francis Verlag, das auch über ELV erhältlich ist. Da kann man dann auch nachlesen, was man machen kann. Und da sind recht nützliche Tipps auch mit drin. Gut, haben mir auch geholfen bei der Spielphase. Das heißt also 200, 300... 450 Euro, damit fängt es dann mit so ein bisschen an. Wenn man sein Haus, wenn man das richtig mal durchdenkt, was man im Haus machen kann, ist das zwar viel Geld, aber es lohnt sich auf die Dauer. Gut. Glaube ich. Glaubst als Technikverliebter. So. Okay, das ist das richtige Schlusswort. Also wenn man technikverliebt ist, dann gibt man das dafür aus. Ansonsten zweifelt man ein bisschen. Oder, ich frage mal den Kollegen Back. Du hast gehört, er hat gesagt, ein Backgerät ist das. Ja, ich habe es gehört. Ich habe mit Wehmut so ein bisschen an den Lallus gedacht, als ich das da gesehen habe. Der war bedeutend billiger, konnte per Telefon angerufen werden und hat auch Antwort gegeben, was er gerade macht und was er getan hat. So dass ich also mich nicht schämen muss für die Arbeit, die ich da vor einigen Jahren gemacht habe. Und eigentlich müsste ich mal wieder damit anfangen. Mhm. Und müsste mal ein bisschen was in Verbindung, aber auch mit einem Webserver dazu. Denn, also Fernschalter, ich habe bei mir zu Hause Fernschalter, um in verschiedenen Räumen etwas zu schalten. Das sind Dreifachsteckdosenleisten. Da ist die Elektronik drin. Und die hängen bei mir entweder per LAN oder auch eins per WLAN dran. Da kostet die Dreifachsteckdose, die insgesamt auch 16 Ampere schalten kann, ich meine so um die 120 Euro oder sowas. Also, und die sind vollkommen frei und flexibel. Also das ist für mich ausreichend. Da kann ich auch von überall auf der Welt sagen, ich möchte hier einschalten, da einschalten, dort einschalten. Weißt du dann auch, welche Zustände diese einzelnen Geräte haben? Natürlich, das kann ich aus dem Browser kann ich erkennen. Das wird mir angezeigt, optisch also und auch durch. Brauchst du auch sowas? Damit könnte ich es machen, ja. Ich kann allerdings auch ein ungebackenes Gerät nehmen, also ein normales Smartphone, so ein Kluglaut da. So ein Android. Genau, ja. Damit geht es auch. Und mit Java geht es auch. Wahnsinn. Auf und nochmal. Ja, sage ich doch. Ja, das ist also, wir haben ja schon so oft so Ansätze gemacht, das Haus zu automatisieren, weil ja eigentlich das jeder machen könnte. Ja. Ja, also ich gehe aus der Tür raus und dann passiert so einiges. Der Kühlschrank wird meinetwegen für die Kinder gesperrt, der Herd wird gesperrt, das wird alles gemacht, wird alles geschaltet, die Waschmaschine aus, der Toaster aus meinetwegen und das und das und kein das. Kein Problem. Das. Jeder hat eigentlich so Aufgaben und dennoch, wenn ich es professionell mache, dann sind bei einem Neubau etwa 60.000 Euro weg, Wahnsinn. Wenn ich da so viele Leitungen legen muss. Und wenn ich das so ein bisschen Stoppelei machen, wie das da nun auch so ist, aufbauen da und da und Funk und Funk und Funk, das sind ja auch ein paar hundert Euro weg. Oder ich baue es mir selber. Genau. Das ist noch am billigsten. Genau, am billigsten, ob es am sichersten ist, ist die andere Frage. Und für die Haustür, warum soll ich einen Schlüssel durch eine Fernbedienung ersetzen? Ja, tuk, 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 tuk. Genau, das habe ich, ja hab ich bei mir an allen Türen dran und ich bin zufrieden. Und jetzt sollten wir Schluss machen. Daumen hoch. Oder, ja, doch, oben. Ich lasse ihn oben. Und Zickzack. Das war's schon? Gut, dann eBüb.